was kann man gegen den Klimawandel tun, dann reden wir ja sehr oft über das Weniger-Prinzip. Weniger CO2, weniger Konsum, weniger Fußabdruck. Ich möchte Ihnen einen Mann vorstellen, der sagt, wir kommen nicht weiter, wenn wir einfach nur weniger von dem Falschen tun oder das Falsche produzieren. Wir müssen einfach anders denken, wir müssen entschieden umdenken. Und dieser Mann ist Professor Michael Braungart und unter Experten ist er sowas wie eine Instanz, ein Hero eigentlich, ein Held, als Erfinder des sogenannten Cradle-to-Cradle-Prinzips. Klingt geheimnisvoll, ist aber schnell erklärt. Das Cradle-to-Cradle-Prinzip. Übersetzt heißt das, von der Wiege bis zur Wiege. Das bedeutet, Produkte sind nützlich und nicht nur weniger schädlich. Sie werden so hergestellt, dass alle Materialien endlos weiterverwendet werden können. So entsteht ein geschlossenes Kreislaufsystem. Müll oder Abfall gibt es nicht. Entwickelt hat das Professor Michael Braungart, und zwar schon vor über 30 Jahren. Das Time Magazine kürte ihn dafür zum Hero of the Planet, zum Helden des Planeten. Die Erasmus-Universität in Rotterdam hat eigens für ihn einen Cradle-to-Cradle-Lehrstuhl eingerichtet. Und der Hero ist heute Abend bei uns, Professor Braungart. Sie haben der Runde gerade eben zugehört. Was ist eigentlich falsch an dem Prinzip oder weniger gut an dem Prinzip zu verzichten, wenn man etwas versucht, weniger umweltschädlich zu leben? Wie es zum Beispiel Frau Steger macht. Ja, die Leute meinen, sie schützen die Umwelt, wenn sie weniger zerstören. Aber die Greta hat das Klima nicht geschützt, nur weil sie mit dem Zug fährt. Sie hat nur etwas weniger zerstört. Das sagt, spart Wasser, reduziere den Energieverbrauch, reduziere die Müllmenge, schütze die Umwelt, steht in jedem Hotel. Aber das ist kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Das wäre, wenn ich sagen würde, schütze dein Kind, schlage es nur 5-mal anstatt 10-mal. In dieser Logik hat die DDR die Umwelt besser geschützt als der Westen. Trotz lokaler Belastungen. Ich war in Mecklenburg-Vorpommern in den 80er Jahren, das waren Paradiese. Heute ausgeräumte Landschaften. Mit keinem Gesetz der Welt konnten wir die Effizienzsteigerung ausgleichen. Die haben die Umwelt geschützt durch Ineffizienz. Also das heißt, heute sind Warnschilder für Staubwolken, damit man keinen Unfall hat. Das heißt, man hat das Falsche perfekt gemacht und damit eben perfekt falsch. Also ich schütze nicht, wenn ich weniger kaputt mache. Und wenn Boris Palmer, den ich ja nun wirklich über die Maßen schätze, davon, wenn er aber klimaneutral sein will, dann sage ich, na, so intelligent ist das eigentlich nicht. So wie Köln möchte 2050 klimaneutral sein oder Berlin. Auch Köln möchte viel. Ja. Wir senden gerade aus der Stadt. Ja, klar. Wie wäre es, wenn ich nach Hause komme und sage, ich bin kinderneutral? Ich meine, ich kann nur klimaneutral sein, wenn ich nicht existiere. Nur dann. Das heißt, will ich nicht gut fürs Klima sein? Wollen wir wirklich dümmer als die Bäume sein? Ein Baum ist nicht klimaneutral, er ist gut fürs Klima. Ich spende hier mit Boris Palmer 2 extra Kilowattstunden von der Frau Wolf. Dann sind sie klimapositiv, dann ist es was Gutes. Wir denken aber, wenn wir weniger schlecht sind, würden wir irgendetwas Gutes tun dabei. Weniger schlecht ist nicht gut, ist nur schlecht weniger. Was ist gut? Und wenn Sie sich, da muss man erstmal drüber nachdenken, mal sacken lassen. Sie arbeiten für Weltkonzerne und Sie sind nicht ein Tüftler, der irgendwas im Kämmerchen macht, sondern Sie haben Produkte, die von Weltkonzernen auch vertrieben werden. Und Sie haben uns da was mitgebracht, was das vielleicht ein bisschen verdeutlicht, was Sie uns eben gesagt haben. Fangen wir mal mit diesem Turnschuh an. Der sieht aus, ich sag mal, ist eine Weltmarke. Puma steht da drauf. Was ist an diesem Turnschuh anders? Wieso entspricht der Ihrem Prinzip? Nee, wir geben im Jahr über Schuhabrieb etwa 109 Gramm pro Person an Mikroplastik in die Umwelt. Dieses Mikroplastik ist verheerend, es wandert durch unseren Körper. Wir nehmen in der Woche von Mikroplastik fast so viel auf, wie eine Kreditkarte wiegt. Und das heißt, wir müssen dieses Mikroplastik so machen, dass es nicht weniger schädlich ist oder weniger ist, dass ich den Kavalierstadt an der Fußgängerampel vielleicht vermeide, sondern dass ich Plastik habe, was wirklich in die Biosphäre gehen kann, was nützlich ist, nicht weniger schädlich. Alle anderen Tiere sind doch auch nützlich. Wir sind die Einzigen, die Abfall machen. Und wenn wir nur weniger Abfall machen, haben wir noch gar nichts damit erreicht. Was passiert denn mit dem Abrieb? Ist der kompostierbar? Oder? Ja, wenn der in die Gewässer kommt, dann ist, also zum Beispiel die Autoreifen halten heute doppelt so lange im Verhältnis zu vor 30 Jahren. Die Leute denken, das ist gut für die Umwelt, weil man weniger Autoreifen braucht.
Es sind 470 Chemikalien, die drin sind. Vorher blieb der Staub auf der Straße, jetzt wird er eingeatmet und er gelangt in die Gewässer. Im Rhein ist über die Hälfte des Mikroplastiks Reifenabrieb. Man hat, wie gesagt, wieder das Falsche perfekt gemacht und damit imperfekt falsch. Darum wäre es doch viel sinnvoller zu fragen, was ist das Richtige zuerst? Also nicht Effizienz, sondern Effektivität. Und das heißt, dieses ist ein perfekt biologisch abbaubarer, kompostierbarer Schuh, wenn der verloren komplett. Geht, weg, ja, komplett alles. Daran nicht nur die Sohle, aber die Sohle ist halt für einen Kavalier statt einer Fußgängerampel geweignet. Das heißt, das, was dort ans Staub weggeht, kann in biologische... Danke, dass Sie bei uns sauber machen. Ja, kann in biologische Kreisläufe zurückgehen. Wie viel teurer ist der? Überhaupt nicht teurer, weil wenn ich die Intelligenz an Anfang packe, zum Beispiel hier, das sind essbare Möbelbezugsstoffe, hört sich komisch an, aber normalerweise, wenn man ein Sofa herstellt, dann sind die Zuschnitte so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Dann sitze ich aber drauf, rutsche hin und her, esse also faktisch diesen Bezugsstoff mit. Also muss das doch essbar sein. Das bedeutet, die Zuschnitte können als Torfersatz in Gärtnereien gehen. Die können in der Schweiz gefertigt werden. Die konkurrieren nicht mit Sklavenarbeit, weil einfach ein besseres Produkt da ist. Ich brauche dafür keine Kläranlage mehr. Die Leute denken, sie würden die Umwelt schützen, wenn sie eine Kläranlage bauen. Aber es ist eigentlich der Schutz, wenn ich keine Kläranlage brauche. Ja, wenn ich die Dinge so mache, zum Beispiel das hier, kann in Bangladesch gefertigt werden. Und wenn wir gerade bei Werbung sind, da gibt es so jemand, der so einen Affen hat dazu und Werbung macht Trigema, dafür. T-Shirts davon. Durch die haben wir die Blaupause, dass wir jetzt in Bangladesch fertigen können. Und das ist der erste Druck, übrigens ein Tübinger Unternehmen, die Druckfarben macht, dass das ganze Produkt Biobaumwolle perfekt kompostierbar ist. In Bangladesch gefertigt werden kann. Das Abwasser kann direkt zur Bewässerung in die Landwirtschaft gehen. Die Intelligenz liegt am Anfang. Das sind aber nur die Verschleißprodukte. Die Dinge, die kaputt gehen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, werden so gemacht, dass sie in biologische Kreisläufe gehen. Dinge, die nur genutzt werden, müssen in technische Kreisläufe. Wenn Boris in Tübingen festlegen würde, dass niemand Solaranlagen kaufen darf, das wäre viel interessanter. Weil warum brauche ich eine Solaranlage? Ich brauche nur noch den Strom daraus. Das heißt, wenn ich nur die Nutzung kaufen würde, dann könnte der Hersteller das beste Zeug einsetzen, nicht den billigsten Dreck. So nachher machen wir Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll und sagen, oh, der Standort ist so teuer. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, wenn man das mit einer Solaranlage darstellt. Nehmen Sie mal das Beispiel der Waschmaschine. Das habe ich auch mit großem Interesse gelesen. Was ist besser daran, wenn wir keine Waschmaschine mehr kaufen, sondern wenn wir sagen, wir kaufen 3000 Waschungen? Ja, also wir können zum Beispiel auch 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung kaufen. Dann hält der Fußboden so lange. Das heißt, der Hersteller kann das beste Material verwenden. Oder bei der Waschmaschine. Ich brauche doch keine Waschmaschine. Da sind 150 billige, stinkige Kunststoffe drin. Es wäre doch viel besser, wenn ich nur 3000 Mal Waschen verkaufe. Dann gäbe es auch keine Sollbruchstellen, damit das nach der Garantie möglichst kaputt geht. Sondern es wäre so, dass man von vornherein eben nur 3000 Mal Waschen kauft. Dann kann der Hersteller eben anstatt 150 Kunststoffe 3 Kunststoffe einsetzen, die wirklich wieder zurückgewinnen zu finden sind. Also nach 2990 rufe ich an und dann wird die Maschine ausgetauscht. Die Maschine teilt es selber mit an den Hersteller und sagt, hey, der Zähler ist abgelaufen dazu, hol die Waschmaschine ab, es ist deine Waschmaschine. Denn ich kann nur für das zuständig sein, was ich kompostieren kann oder in meinen Ofen verbrennen könnte. Alles andere muss zum Hersteller zurück. Im Moment ist der Gewinn privatisiert und das Risiko trägt immer die Allgemeinheit. Das ist ein seltsamer Sozialismus sozusagen, weil derjenige, der das Risiko doch hat und den Gewinn hat, das muss doch eine einzige Institution sein, oder? Sie haben uns viele Denkaufgaben mitgegeben. Ich sehe, Sie arbeiten ja mit großen Konzernen, auch mit Einzelunternehmern auch mit kleinen, wie Grupp zusammen. Wie optimistisch sind Sie, dass sich Ihre Gedanken durchsetzen oder wie pessimistisch, dass Sie dann am Ende doch als die wissenschaftliche Kuh, die quer im Stall steht, gesehen werden? Ja, also zum einen, ich hatte als Student noch ein Mobiltelefon, das hat 18 Kilogramm gewogen. Zwischen der Erfindung des Mobiltelefons und der Umsetzung sind 65 Jahre vergangen. Das Internet hat 55 Jahre gebraucht, bis es wirklich verfügbar war. Jetzt gibt es Cradle to Cradle seit 30 Jahren, es gibt schon 11.000 Produkte. Wenn die Geschwindigkeit so bleibt, dann wird vor 2050 alles Cradle to Cradle sein. Also nochmal von der Wiege zur Wiege, immer wieder in den Kreislauf zurückgehen. Ja klar, also es wurde natürlich erstmal in den USA populär, in Holland, in Dänemark. Ja, und bei uns setzt man mehr auf Entsorgung, auf Verbrennung, auf Beseitigung. Bei uns fragt man, ist es moralisch geboten? Und dann vergisst man die Moral, wenn man es ja eigentlich wirklich brauchen würde. In Holland fragt man, kann man damit Geld verdienen? Und das ist mir letztlich sympathischer. Der Graf Lambsdorff, der flüstert schon. Ich glaube, der hat schon Puls.
weil er Fragen hat, gehen wir doch in die Runde, da kann er sie ihm direkt stellen und muss nicht mit Frau Wolf flüstern. Gut. Guter Deal? Gut, wir gehen rüber. Herr Braungart, kommen Sie in unsere Runde. Herr Lambsdorff, stellen Sie Ihre Frage. Ja, also was wir uns gerade gefragt haben, das war eine spannende Sache. Also die Sache mit den Waschungen, da kauft man ja nicht ein Produkt. Ja. Während Ihre Idee ist ja eine Produktdesign-Idee. Ich designe das Produkt so. Was ich kaufe sozusagen als Konsument, als Verbraucher, ist eine Dienstleistung. Ja. Das heißt, ich erwerbe kein Eigentum, ich kaufe nur die Dienstleistung. Mhm. Und das Produkt lassen Sie beim Hersteller. Nee, das ist natürlich beim Kunden. Der Kunde hat das. Nein, aber das Eigentum. Das Eigentum bleibt beim Hersteller. Der Besitz geht an den Kunden, das Eigentum ist beim Hersteller. Nein, nicht unbedingt eine Miete. Also es gibt zum Beispiel Büromöbelhersteller, die jetzt für 10 Jahre gesunde Sitzen verkaufen. Und die machen das so, dass da ein Pfand zum Beispiel drauf ist für 25% des Kaufpreises. Dann können die auch anstatt 40 billige Kunststoffe eben 8 Kunststoffe einsetzen. Und es lohnt sich, die besten Kunststoffe zu verwenden. Nicht, das ist stinkige Zeug. Mhm. Herr Palmer, was haben Sie gedacht? Sie kennen sich ja offenbar, als Sie ihm zugehört haben. Tüftler oder Visionär? Beides. Ich habe vor allem gestaunt, als er gesagt hat, jetzt soll ich unsere Solaranlagenbaupflicht umwandeln in ein Solaranlagenbauverbot. Da bin ich noch nicht mitgekommen. Aber ich hoffe, dass wenigstens unsere deutschlandweit einmalige Steuer auf Wegwerfverpackungen Wohlgefallen findet bei Michael Braungart. Also da können wir uns einigen, oder? Ich bin absolut dafür. Boris Palmer zeigt, dass man auf kommunaler Ebene ganz vieles machen kann. Dass man wirklich viele Dinge gestalten kann, umsetzen kann. Und da habe ich auch allen Respekt. Denn die Idee ist doch zu sagen, wir verkaufen von vornherein keine Solaranlagen mehr und wir kaufen die auch nicht, sondern wir kaufen nur die Nutzung. Das ist kein Mietmodell, weil dann ist nicht nur ein Contractor dazwischen, sondern der Hersteller. Ich habe eine europäische Anlage untersucht, die hatte nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades. Die chinesische Anlage hat zur gleichen Zeit in 5 Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades verloren. Obwohl sie am Anfang 30% billiger war, ist die europäische Anlage auf 20 Jahre 40% kostengünstiger, weil sie nicht kaputt geht. Im Moment lohnt es sich aber nicht, eine billigere Anlage zu kaufen, weil Bau- und Betriebskosten sozusagen getrennt gerechnet werden in vielen Fällen. Eine teure Anlage zu kaufen. Also eine teure Anlage, es lohnt sich immer die billigere. Und das ist natürlich unsinnig davon, denn wir machen dann Konflikt die Hightech-Entsorgung. Bei Lambsdorff, ja. Frau Wolf, was sagen Sie als Energiewirtschaftlerin? Also ich finde, das ist ein tolles Konzept. Wir bieten das schon an für Solaranlagen, übrigens auch für Heizungen. Aber der Hersteller muss das Eigentum behalten. Sie haben immer sie muss schon nach wie vor aufs Dach bei Ihnen in Tübingen. Das ist, glaube ich, das, was das Missverständnis ist, wenn Sie sagen verbieten. Aber irgendwo müssen Sie ja hin. Das kaufen davon. Weil wenn ich die kaufe, habe ich sie am Hals. Und dann trägt die Allgemeinheit das Risiko. Nur die Dienstleistung zu verkaufen, weil dann der Hersteller das beste Material verwenden kann. Machen wir es doch richtig. Aber das richtig auch entstehen. Wieder auseinanderbauen. Machen wir es richtig, weil unsere Stadtwerke machen genau das. Wir machen Pachtmodell, die Stadtwerke haben das Eigentum. Ja, aber die Stadtwerke auch nicht. Nicht die Stadtwerke, sondern derjenige, der es herstellt, der weiß, was es ist auch davon. Dem behält das Eigentum. Sonst machen die Stadtwerke nachher wieder eine Entsorgungsfirma und es wird wieder ein duales System draus gemacht. Nein, nehmen wir die Marktwirtschaft doch bitte schön ernst. Das Ziel muss doch der umweltfreundliche Strom sein. Am Ende des Tages brauchen die Leute, die in dem Haus wohnen, Strom. Der soll umweltfreundlich sein. Wo der hergestellt wird, wie der hinkommt, das ist eigentlich nachrangig. Also das Bauen zu verteuern, indem man eine Anlage obendrauf vorschreibt, was übrigens den Wohnraum wieder teurer macht, ist der falsche Weg. Sondern im Gegenteil ist es besser, man kauft nur den Strom. Das ist falsch. Die Solaranlage auf dem Dach macht für den Mieter das Leben billiger, weil der Strom vom eigenen Dach günstiger ist als alles, was sie aus dem... Kommt ja auf den Strom, weil wir sie nicht kriegen. Egal, wo sie den herkaufen, der Eigenverbrauch vom Dach ist in Deutschland heute immer günstiger. Gucken Sie, Frau Wolfern, die bestätigt das, als das aus dem Netz. Und deswegen ist unsere Pflicht etwas, das man in dem Schwaben immer zumuten kann. Wir haben eine Verpflichtung zum Geldsparen eingeführt. Das ist nicht schlimm. So, jetzt darf ich mal einen Rückstoß machen. Sie haben uns viele Denkaufgaben gegeben.